Willkommen bei OC Insight. Mein Name ist Jens und heute testen wir das ASRock X299 Tai Chi Mainboard. Das ASRock X299 Mainboard ist für Intel LGA 2066 Prozessoren ausgelegt. Wir testen das Mainboard mit einer Intel Core i9 7900X CPU. Des Weiteren kann man das Mainboard mit insgesamt bis zu 8 DDR4 Modulen im Quad-Channel-Mode betreiben. Je nach verwendeter CPU nur im Dual-Channel-Mode, bei der 7900X CPU aber im Quad-Channel-Mode. Im Test haben wir 4 Crucial Ballistics Board 16 GB DDR4 Module eingesetzt. Und dazu bietet das Mainboard noch 3 Ultra M2 Slots. Ultra M2 steht bei ASRock für 32 Gigabit pro Sekunde Übertragungsrate. Das ist also schon richtig schnell. Wir testen das Mainboard mit einer Crucial MX300 525 GB SATA SSD. SATA SSDs sind natürlich nicht so schnell, weil sie maximal 6 Gigabit pro Sekunde schaffen. Besser wäre noch eine PCI Express SSD zu verwenden. Aber das haben wir ja mit anderen Mainboards bereits getestet. Dazu hat das Mainboard noch 5 PCI Express Slots, 4 davon 16-fach. Dann gibt es am I/O-Panel 2 USB 2.0 Ports, ein PS2 Port, Wi-Fi, Bluetooth und ein Flashback Switch, der ist neu bei ASRock. Der Flashback Switch ermöglicht ohne CPU, ohne Speicher, ohne Grafikkarte ein BIOS Update durchzuführen. Einfach auf einen USB-Stick übertragen das BIOS-File und den Button drücken. Dann haben wir den Clear CMOS Button, 4 USB 3.0 Ports, also 3.1 Gen 1, einen Typ A USB 3.1 Gen 2, einen USB Type C Port. Diese 3.1 Ports können mit bis zu 10 Gigabit im Gegensatz zu 5 Gigabit Übertragungsrate erreichen. Dazu verfügt das Mainboard über 2 teamingfähige LAN-Ports, 5 Klinkenbuchsen und SPDIF-Digitalausgang für den Sound. Ja, wie das Mainboard im Test abgeschnitten hat und was wir für Benchmark-Ergebnisse erreicht haben, wie hoch es übertaktet werden konnte, das zeigen wir dann im ausführlichen Test auf ocinsight.de und wünschen jetzt schon mal viel Spaß. Bis demnächst. Tschüss.